Hallo, willkommen zurück bei Go4Smart, heute zum zweiten Teil dieser Videoreihe zum Thema Netzwerkschrank. Im ersten Teil haben wir den Netzwerkschrank schon mal montiert. Ich habe dir gezeigt, wie man ein Patchfeld auflegt. Wir haben alle Komponenten inklusive den Switch montiert. Und heute geht es darum, dass wir ein paar Grundlagen schaffen, die wir dazu benötigen, um nachher unseren Switch auch wirklich zu konfigurieren. Und da kommt dann das Schlagwort VLAN ins Spiel. Dazu gibt es natürlich jetzt einige Fragen zu beantworten. Zunächst einmal, was ist eigentlich VLAN? VLAN steht für Virtual Local Area Network, also virtuelles LAN. LAN kennen wir alle, das ist das ganz normale Netzwerk und hier geht es eben um ein virtuelles Netzwerk. Man kann also mit VLAN logisch voneinander getrennte virtuelle Netzwerke aufbauen. Du kannst dir das so vorstellen, wenn du einen Switch hast, dann können alle Ports auf diesem Switch miteinander kommunizieren. Es handelt sich also um ein eigenständiges Netzwerk. Und mit VLAN kann ich jetzt virtuell diesen Switch in verschiedene kleine Netzwerke, also wenn du so willst, in verschiedene kleine Switche aufteilen. Das war die Frage was. Schließt sich natürlich die Frage an, warum wir das Ganze überhaupt brauchen. Naja, dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Im Grunde genommen geht es um das Thema Sicherheit. Wenn dich das interessiert, dann verlinke ich dir nochmal oben rechts das Video zum Thema Sicherheit im Smart Home. Aber ganz grob nochmal zusammengefasst. Das Problem ist, dass wir in unserem Netzwerk viele verschiedene Geräte in einem Netz haben und theoretisch können alle Geräte miteinander kommunizieren und auch aufeinander zugreifen. Und genau das möchten wir in unserem Smart Home nicht. Und die Lösung für dieses Problem ist eben VLAN. Wie gesagt, falls du mehr Infos dazu haben willst, schau dir gerne das Video zum Thema Sicherheit an. Wie kann jetzt also eine Lösung mit VLAN aussehen? Wir sehen in dieser Grafik einen Switch und verschiedene Teilnehmer. Wenn ich also an diesem Switch meine verschiedenen Teilnehmer anschließe, dann kann jeder Teilnehmer mit jedem kommunizieren. Wenn ich das Ganze jetzt logisch voneinander trennen will, dann kann ich mir eben verschiedene VLANs auf meinem Switch definieren. Also in diesem Beispiel wäre es dann so, dass ich die ersten beiden Teilnehmer, also sagen wir mal den Port 1 und den Port 2, in ein VLAN zusammen integriere mit einer ID, die ich selbst wählen kann, zum Beispiel hier die 100. Und dann kann ich für die Ports 2 und 3, 4 und 5 oder wie auch immer ich das gestalten möchte, ein weiteres VLAN definieren, zum Beispiel mit der ID 200. Und dann kann eben das VLAN 100 mein Heimnetz sein, mein VLAN 200 das Gästenetz. Und dann kann ich natürlich noch beliebig weitere VLANs anlegen mit unterschiedlichen IDs. Und diese ganzen VLANs sind dann abgeschlossen für sich, logisch getrennt. Und nur diese Komponenten, die in diesem VLAN sich befinden, dürfen miteinander kommunizieren. Bevor wir den Switch jetzt konfigurieren können, müssen wir noch ein paar Begrifflichkeiten klären, auf die wir nachher auf der Konfigurationsoberfläche stolpern werden, damit wir verstehen, was wir da eigentlich genau einstellen. Zunächst mal die VLAN-ID. Die VLAN-ID ist im Prinzip nur eine Nummer, die ich vergebe für mein separates VLAN. Du hast es eben auf der Folie davor gesehen. Zum Beispiel kann die ID 100, 200, 300 sein oder 10, 20, 30. Völlig egal, die Nummern kannst du selbst belegen. Wichtig ist halt nur, dass diese ID zu deinem VLAN korrespondiert. Also die VLAN-ID 10 korrespondiert zum Beispiel zu deinem Heimnetzwerk, 20 zum Gastnetzwerk, 30 zu irgendeinem lokalen Netzwerk, was gar keine Internetverbindung hat und so weiter. Dann gibt es die PV-ID, die Port-VLAN-ID. Die gibt jetzt an, welche VLAN-ID zu welchem Port gehört. Also sagen wir mal, Port 1, 2 und 3 sollen zum VLAN 10 gehören. Dann ist die PV-ID für den Port 1, 2 und 3 eben entsprechend auf 10 einzustellen. Schauen wir uns im dritten Teil an. Die nächsten Begrifflichkeiten, nämlich Tagged, Untagged und Trunk, die erläutere ich dir am besten anhand einer Grafik auf der nächsten Folie. Bevor wir auf diese Begrifflichkeiten eingehen, nochmal eine Bitte an dich. Wenn dir dieses Video weitergeholfen hat, dann würdest du mir einen großen Gefallen tun, wenn du meinen Kanal abonnierst. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich auch über einen Daumen hoch.
Also schauen wir uns jetzt folgendes Szenario an. Das Szenario von hier kennst du schon, das haben wir eben schon mal gehabt. Was jetzt dazu kommt, ist ein zweiter Switch. Warum ein zweiter Switch? Naja, vielleicht hast du ein anderes Stockwerk, wo noch Geräte integriert werden sollen, wo auch ein Netzwerkschrank installiert wird. Oder du hast vielleicht deinen ersten Switch voll belegt und brauchst einen zweiten Switch. Dann kann es sein, dass du Geräte an diesem zweiten Switch auch noch mit integrieren willst in deine VLANs. Also nehmen wir an deinem zweiten Switch befinden sich wiederum zwei Geräte, die auch ins VLAN 100 integriert werden sollen. Um das Ganze ein bisschen deutlicher zu machen, nummeriere ich das Ganze jetzt mal. Wir haben also einen Teilnehmer mit der Nummer 1 im VLAN 100 und der möchte jetzt mit dem Teilnehmer 7 an dem zweiten Switch auch im VLAN 100 kommunizieren. Das Ganze können wir natürlich ganz einfach machen, indem wir einen Port am Switch 1 ins VLAN 100 integrieren. Das gleiche machen einem anderen Port am Switch 2 und verbinden beide Ports mit einem Kabel. Funktioniert. Was ist der Nachteil daran? Wenn du jetzt mehrere VLANs hast, also möchtest zum Beispiel noch das VLAN 200, 300 oder 400 mit integrieren, dann musst du für jedes einzelne VLAN ein Kabel ziehen. Das macht dir logischerweise die ganzen Ports zu. Viel intelligenter wäre ja, wenn wir nur eine Datenverbindung hätten zwischen beiden Switchen und alle VLANs auf dieser Datenverbindung übertragen werden können. Und genau das macht der sogenannte Trunk Mode. Alles, was wir dazu brauchen, sind auf beiden Seiten an beiden Switchen jeweils ein Port, der getaggt ist. Getaggt bedeutet jetzt, dass diese Ports so konfiguriert sind, dass sie logischerweise in den jeweiligen VLANs mit eingebunden werden. Und wenn jetzt ein Datenpaket von unserem Teilnehmer 1 aus dem VLAN 100 an den Teilnehmer 7, ebenfalls im VLAN 100, aber an einem anderen Switch gesendet werden soll, dann wird dieses Ethernet Frame beim Ausgang am Switch 1 an diesem Port getaggt. Und dieses Tagging kannst du dir so vorstellen, dass dieses Datenpaket ein kleines Schild bekommt, so ein kleines Preisschild bekommt, wo drauf steht, dieses Paket gehört zu VLAN 100. Das Ganze wird dann über den sogenannten Trunk gesendet an den Switch 2, an den ebenfalls getaggten Port. Und dieser Port kann dieses Tag interpretieren und dann entsprechend in die verschiedenen VLANs verteilen. Und damit habe ich nur eine Verbindung, jeweils einen Port auf jedem Switch belegt, wo ich alle beliebigen VLANs darüber senden kann. Okay, jetzt kennen wir die wichtigsten Begrifflichkeiten im Kontext zu VLAN, die wir benötigen, um unseren Switch zu konfigurieren. Was bauen wir jetzt konkret auf? Ich habe ein kleines Beispiel jetzt mal vorbereitet. Das Ganze sieht jetzt so aus, dass wir einen Router haben, beispielsweise eine Fritzbox. Wenn du eine Fritzbox hast, dann kennst du das vielleicht. In der Regel hast du mindestens einen Port für dein Heimnetzwerk und einen für dein Gastnetzwerk. Und das Ganze möchten wir jetzt mit VLANs auf unserem Switch unterverteilen. Das heißt, wir konfigurieren uns im Switch ein VLAN mit der ID 100, das ist unser Heimnetz, und ein zweites VLAN mit der ID 200 im Gastnetz, konfigurieren die einzelnen Ports mit unserer jeweiligen PV-ID und bauen das Ganze dann so in unserem Heimnetzwerk auf. Aber das Ganze zeige ich dir im dritten Teil, wenn es darum geht, dass wir unseren Switch konfigurieren, einrichten, parametrieren. Also freu dich auf den dritten Teil und vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Bleib smart und bis zum nächsten Mal.